Schade und willkommen zu einem neuen Dokkan-Battle-Video. Wir machen das... Warte, was machen wir denn eigentlich zuerst? Das Rage-Trunks-Event, sage ich jetzt einfach mal. Ja, warum denn nicht? Ich habe das schon in einem Race mit Rinsong gemacht, aber wir werden es natürlich auch nochmal so machen als Tutorial. Weil, naja, das war ein Race. Das ist eher so ganz schnell, ohne groß nachdenken. Und da kann ich ein bisschen mehr aufs Event jetzt eingehen. Das hat ja nicht so lange gedauert, das ist also auch gar kein allzu schwerer Kampf, wer das Race schon gesehen hat. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das schon online kam. Aber es sollte schon online sein. Wenn nicht, zensiere ich hier einfach, was ich gesagt habe und laber nochmal im Schnitt drüber. Ist jetzt nicht das allzu große Ding. Oh, und wir haben direkt einen super geilen Vegito gefunden. Das ist gut. Wir wagen uns an dieses Event. Ist mein Mikrofon zu laut? Nein. Wir wagen uns an dieses Event mit diesem Team. Mein Mono Hero Team, das ist eigentlich für jedes Event gut, würde ich schon fast sagen. Vegito als Leader zweimal. Einmal, weil er kontern kann und weil er halt der Gott-Leader für Heroes ist. So wie eine Additional super raushauen kann. Dann mein Gogeta, der einfach unfassbar viel Damage macht. Vegito, der auch fürs Kontern und für die Links hier ist. Naja, sein Schaden ist auch ganz okay. Hab ihn leider noch nicht so krass ausgebessert. Aralo auf Super Attack Level 10, die auch bis zu 500.000 Schaden macht. Wirklich krass. Gotenks zum Zielen, da ich auch kontern möchte halt. Und den Tech Vegito, da er, naja, Attack and Defense plus 30 für alle gibt. Also wenn er mit Aralo in der Runde ist, kann er es ordentlich reinhauen. Oder mit Gogeta, Alter. Huh. Bei den Items muss ich jetzt ein bisschen was verändern. Ich nehme natürlich einmal wieder mein Schadens-Item mit. Aber auch eine Barber, weil die Ulti von ihm kann echt hart reinhauen, habe ich schon spüren müssen. Das ist nicht allzu geil. Ich empfehle auch bei den neuesten Events immer wieder mal zwischendurch vielleicht das ein oder andere Key-Item oder Heil-Item auszulassen und dafür mal ein Seal-Item mitzunehmen, wenn man kein Seal hat. Oder selbst wenn man einen hat, mal für den Fall, dass er nicht gleich auf dem Feld ist. Und ich gieße mir gerade Eistee ein. Deswegen kann ich mich hier noch nicht bewegen. Weil Zamasu zum Beispiel ultet, oh Gott sei Dank, ich dachte, ich muss in Schaden laufen, ultet mehrmals die Runde, habe ich auf JP damals mitbekommen. Aber selbst habe ich noch nicht gespürt auf Global, weil ich ihn halt zielen konnte und mein Barber-Item hatte. Alter, schmeckt er gut. Eiskalt. Wunderschön bei solchem Wetter. Ist echt sonnig. So, Ki. Ja, für Arale, wollte schon sagen, bitte für die noch ein bisschen Ki. Ist auch schön, das Event nochmal zu machen, weil beim Race ist ja... Irgendwie, die Aufnahme lief ja nicht bis zur Hälfte von ihm hier. Vom STR. Und ich starte schon wieder ohne meinen Vegito. Das ist echt schlimm. Jetzt ohne Scheiß. Ich starte gegen den STR-Typen immer mit zwei physischen in der Runde. Ich check nicht warum. Aber gut. Ich habe übrigens Gogeta vorgesendet, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass er jetzt nicht ultet. Falls er ultet, ist das okay, weil Gogeta ja vorne ist. Aber falls er nicht ultet, wäre das ein bisschen scheiße. Dann hätte ich ihn kontern können mit Vegito Blue. Er hat nicht geultet. Dann hätte ich Vegito Blue verschicken sollen, aber gut, was soll ich jetzt machen? Restarten will ich nicht mehr so oft, weil ich mich schon mal dran gewöhnen muss, da man auf JP eh nicht mehr restarten kann, was ich scheiße finde. Der stirbt nicht in der Runde. Außer Arale macht eine Edition. Nein, sie hat doch nie eine Additional gemacht. Check ich nicht. So, er wird safe ulten. Aber selbst wenn er ultet... Ah, komm. Er wird jetzt safe ulten. Jetzt, wo ich so mache, dass ich Vegito vorschicke, wird er mich ulten. Ich prophezei es euch. Passet auf, meine Kameraden. Passet auf. Es war so klar. Das Sackgesicht ultet natürlich instant. Nice, 53.000. So sagen übrigens die Japaner, leck mich am Arsch, indem sie Trunks ulten lassen. Geil. Danach schön Crit rausgehauen. Hätte er nicht normal angreifen können, hätte ich ihn kontern können. Ist ja nicht so, dass ich genug Leben habe. Also, ich habe ja genug Leben, aber trotzdem ist das nervig. Ah, okay. Okay. So. Mal sehen, ob das klappt. Weil, ich muss jetzt auch hoffen, dass er... Ups, das wollte ich ihm gar nicht geben. Dass er nicht bei Vegito in der Mitte ultet. Weil das könnte echt schief gehen dann. Ich hoffe mal, er ultet bei Gogeta. Weil Gogeta hat die höchste Standard-Defense. Die anderen reduzieren ja nur, wenn sie gerade... nice, eine Additional super. Die anderen reduzieren ja nur, wenn sie normal angegriffen werden. Ups. Komm schon. Ah. Ich glaube, ich hätte Vegito Blue an zweite Stelle setzen sollen, dann hätte ich ihn jetzt schon besiegt. Scheiße. Ah, Gott sei Dank, okay, alles gut gelaufen. Er hat nicht geultet. Und er wird auch gar nicht mehr zur Ulti kommen, weil Vegito ihn jetzt fertig macht. Puh, war wieder ein bisschen cool. Also, ja, ich hätte auch nicht damit rechnen können, dass Gogeta halt eine Additional Ulti raushaut. Sonst hätte ich Vegito an zweite Stelle gesetzt. I won't give in, I will defeat you. Der macht hier ganz schön große Reden. Und, also der schwingt hier ganz schön große Reden und kassiert trotzdem im Endeffekt. So, oh, natürlich! Jetzt habe ich wieder einen SDR-Gegner. Oh, das ist wundervoll. Weil ich jetzt aber nicht möchte, dass er mich ultet.
werde ich hier einfach die Barbe einsetzen, schon mal die erste. Ich will eigentlich das ganze Key mitnehmen, aber muss ich. Zack, zack und oh. Oh ja, oh ja. Alter Schwede, das gefällt mir. Arale kriegt ordentlich Damage Boost. Vor allem der Vegito, der hier, der gibt ja auch nochmal, wenn er ultet, plus 30% Attack Boost an alle, die danach angreifen. Heißt, Arale wird auf die, ja, sie wird, glaube ich, safe 500.000 machen. Ja, müsste easy drin sein. Außer Vegito killt ihn jetzt schon, dann sehen wir gar nicht mehr, wie viel Schaden sie macht. Aber das bezweifle ich, außer er macht Critical, die er gerade raushaut. Das ist nice. Komm schon, noch eine, noch eine. Oh, noch eine Additional Super. Sehr geil, sehr geil. Aber kein Critical leider. Jetzt kommt Vegito, der nochmal schön den Schaden anhebt. Ich mag diese Super Attack plus 30 nochmal. Und, oh, er haut 2 raus. Das heißt plus 60 insgesamt. Alter, Arale wird 600.000 machen, knapp, nehme ich an. Ah, knapp 600.000. Ich hatte recht, Alter. Huh. Alter Schwede, die ist so OP. Nein, nicht OP unbedingt, aber trotzdem extrem stark. Ich sollte langsam das erste Highlight-Item einsetzen. Ja komm, wir wollen ja nicht so hart im Risiko spielen. Ich glaube, es wäre unnötig gewesen, weil selbst wenn er ultet, hätte ich überlebt. Aber hey, warum denn nicht einsetzen? Ganz ehrlich. Lieber so als unsafe spielen, wie ich es sonst immer gemacht habe. Da ich schon ein Item eingesetzt habe, kann ich ja eh nicht sagen. No Stones, no Items. Oh, ne Additional. Das heißt, auch Gogeta kriegt jetzt gleich einen 60% Boost. Circa. Ah, da ultet er. Die hätte ich aber überlebt, safe. Jupp. 450.000. Und ich muss niesen, das ist gar nicht geil. Oh, fuck. Nicht geil. Aber es kommt nichts, verdammt, ich hasse diesen Moment. Jetzt haben wir den physischen Trunks als Gegner. Gut, jetzt muss ich auch nicht mehr niesen. Ich verstehe nicht genau, was das sollte. So, er wird ulten. Aber es ist mir egal. Ich werde ihn einfach mal ulten lassen. Okay, das habe ich ein bisschen falsch schon gemacht, aber egal. Ich lasse ihn einfach mal ulten. Ah, ich hätte den Vegito in die Mitte vielleicht packen sollen, aber dann hätte ich den Link zerstört. Den zweiten meine ich. Ich lasse ihn ulten an mir hier, weil ich mir dieses Barber-Item für den letzten aufheben will. Falls ich ihn aus irgendeinem Grund nicht killen kann, bevor sein Countdown abläuft, kann ich das so verhindern. So, hier hat er schon mal nicht geultet, das ist eigentlich okay. Obwohl, er hat die höchste Defense. Ja, keine Additional Super. Der Vegito vielleicht ein Crit? Vielleicht ein Crit? Kein Crit, okay. Nice, auch nicht geultet. Das heißt, er wird auf dem letzten Punkt ulten. Letzten Punkt, an der letzten Stelle ulten. Nein, auch nicht. Lol. Vielleicht kriege ich... Ach nee, ich glaube, Gotenks kommt erst nächsten Turn wieder. Ja, dachte ich mir. Dann werde ich wohl... Ich würde Arale vorschicken, aber ich bin mir sicher, sie wird nicht genug Schaden machen. Aber ich bin mir sicher, Gogeta macht genug Schaden. Weil Gogeta ist der Man of the Match. Komm schon. 405.000, Alter. Komm schon, Critical, Critical, Critical. Oh, kein Critical, aber es hat trotzdem gereicht. 607.000 und jetzt... Ching. Sehr schöne Animation. We live by helping each other. That's what it means to be mortal. Everyone, lend me your strange. Strange? Was? Dr. Strange. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir Gotenks am Start und... Ist mir aber egal, ich will ihn nicht zielen. Letzten Worte jedes Dokkan-Spielers. Ich werde ihn jetzt einfach so fertig machen, weil hier ist der Friend Vegito. Ich bin kurz vor der Dokkan-Attack, schade. Wäre echt schön geworden. Der Friend Vegito wird das, glaube ich, klären. Mit dem Critical 1,24. Oh Gott, Alter. Gut, mit 1 Million Damage haben wir es beendet. Der letzte war wohl der einfachste. Ja, das Problem ist halt immer nur, sie könnten nicht one-hitten, wenn du zu langsam bist. Aber mit dem Team bin ich halt nicht mehr zu langsam. Ich habe jetzt nicht den speziellen Link-Skill benutzt. Ich müsste auch noch mal kurz nachgucken, was der wäre. Mit dem wäre es viel einfacher gewesen, aber ich glaube, was war denn das? Ich glaube, Rose hat den Link-Skill. Black hat den Link-Skill. Halt alle so, die ein bisschen... Wo Trunks ein bisschen pissig drauf war. 2 Missions gecleared. Wir werden uns natürlich den Link-Skill noch angucken. Damit ist es nämlich viel einfacher. Man schraubt die Defense von ihm runter oder sowas. So, hier. The Link Skill is my future. 203 Trunks Damage. Schön, dass ihr keine Charaktere anzeigt, die diesen Link irgendwie besitzen. Ich google das nebenbei, damit ich es euch noch schnell sagen kann. Ach Gott, hätte ich den gerne, Alter. Hätte ich den gerne. Mann. Ach, ich will aber nicht summon für den. Wenn Super Saiyan 4 Banner gibt es den, glaube ich, auch.
So, diesen Link-Skill. Ja, haben alle Zamasus, alle Rose. Einfach alles, was mit der Zukunft zu tun hat. C17, C18, Future Gohan, Mei, Trunks aus der Zukunft. Ihr könnt euch schon denken, was ich meine. Ihr könnt auch auf DBZ-DokanBattleWikia.com nachgucken natürlich. Da sind alle Charaktere dabei, die mit der Zukunft was zu tun haben. Ja, das nur mal als Tipp kurz. Aber das war's mit dem Rage Trunks Dokkan Event. In der Beschreibung findet ihr den Link zu einer Dokkan Facebook Gruppe, wo wir euch Teams erstellen. Mit wir meine ich die ganze Gruppe. Wir sind da alle recht aktiv in dem. Okay, kommt drauf an, wenn ihr halt nur Level 102 seid oder so, ist das ein bisschen schwer. Aber da versuchen wir euch Teams zu erstellen. Lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschernobyl und ciao!